Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und in der heutigen Folge geht es darum, was braucht man eigentlich, um erfolgreich zu sein? Egal ob im Optionshandel, im Aktienhandel, im Börsenhandel oder wo auch immer. Und zwar gibt es da einen einzigen Punkt und der heißt, Gewinnen erfordert Beginnen. Und was es mit diesem Satz und was es auch mit diesen grünen Kisten hier auf sich hat, das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Ich sitze gerade hier in unseren Agenturräumen und da war ja in den ersten Wochen des Jahres schon sehr, sehr viel los. Wir haben schon sehr, sehr viele Seminare durchgeführt. Wir hatten jetzt schon mehr Teilnehmer in den Seminaren als in den letzten beiden Jahren zusammen. Und da ist noch nicht mal das erste Quartal vorbei. Und das ist das natürlich ein schöner wirtschaftlicher Erfolg für uns, aber letztendlich muss man sich ja auch als Anbieter von solchen Seminaren immer mal wieder auch die Frage stellen, ist denn das, was ich tue, hat denn das überhaupt auch Erfolg bei den Teilnehmern? So, und jetzt kennt ihr das ja, wenn man Seminarteilnehmer immer mal wieder in Videos zeigt, ne? Da wird dann auch gefragt, hey, wie war das Seminar? Und da wird dann gefilmt und da sagen dann alle, hey, es war ein ganz tolles Seminar und ich habe ganz, ganz viel gelernt und der großartige Referent und so weiter und so fort. Okay, das ist Marketing, das gehört auch dazu, das machen wir auch. Es gibt aber einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der dabei nicht zur Sprache kommt. Nämlich, wie geht es denn dann weiter, wenn die Kunden nach Hause gefahren sind? Wenn sie dann wieder ohne den Referenten, ohne den Seminarleiter, ohne die anderen Teilnehmer des Seminars vielleicht alleine zu Hause sitzen und wieder ganz von allein anfangen müssen, das, was sie gelernt haben, auch umzusetzen. Und das ist das größte Handicap sowohl aller Seminaranbieter als auch aller Seminarteilnehmer. Weil ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Man geht auf Seminare, egal jetzt in welchem Bereich, aber wir bleiben mal beim Thema Börsenhandel beispielsweise, und da bekommt man eine Strategie erklärt. Und in dieser Strategie, die erscheint einem völlig logisch. Das, was der Referent davon zeigt, das, was er an Beispielen zeigt, er zeigt seine Kontoauszüge, also wir zumindest machen das, der zeigt, wie der tatsächliche Handel stattfindet, der zeigt auch mal, was nicht so gut funktioniert hat, was gut funktioniert hat, also das heißt, der deckt alles auf, was er aufdecken kann. Und er zeigt ganz genau, was man machen muss, was man machen muss, zu welchem Zeitpunkt, ne? Also das ist alles klar. Und man schreibt eine Menge mit, man bekommt vielleicht sogar Unterlagen und dann fährt man nach Hause und man ist hochmotiviert. Und dann setzt man sich am nächsten Tag hin und dann ist es aber doch irgendwie ganz, ganz anders. Dann sind die Charts, die gestern noch ganz klar und deutlich waren, sehen plötzlich anders aus. Das, wo man noch am Tag zuvor im Seminar saß und gesagt hat, ja, genau so will ich es machen, erscheint einem am Tag danach doch durchaus ein bisschen anders. Es ist gar nicht mehr so klar. Es ist gar nicht mehr so einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann passiert Folgendes. Statistisch betrachtet fangen 80% der Menschen, die in einem Seminar waren, hinterher nicht an, das Ganze umzusetzen. Das heißt also, von 100 Teilnehmern eines Seminars oder von Seminaren, sind nur 20 dann diejenigen, die dann tatsächlich anfangen, das Ganze umzusetzen. Und von den 20 heißt dann noch nicht mal, dass dann 20 auch noch erfolgreich werden. Das heißt, die Erfolgsquote bei vielen Seminaren ist, naja, gelinde gesagt, nicht sehr, sehr hoch. Und das kann man natürlich als Seminaranbieter sagen, ist mir ja egal. Schließlich waren die Leute ja hier, haben bezahlt. Und was kümmert es mich dann? Ich bin aber der Meinung, als Unternehmer muss man etwas geben. So, das soll jetzt nicht allzu pathetisch klingen, aber nur wenn ich doch wirklich meine Kunden erfolgreich mache, dann weiß ich doch auch, dass ich einen guten Job gemacht habe. Weil letztendlich werde ich ja nicht dafür bezahlt, dass ich hier die Kunden ein, zwei Tage bespaße oder auch drei. Ich werde nicht dafür bezahlt, hier schöne Präsentationen zu halten. Und ich werde auch nicht dafür bezahlt, dass sie alle hier sitzen können und sagen können, hey, der hat aber viel Ahnung. Sondern warum ich bezahlt werde, ist doch, dass ich meine Kunden, die hier zum Beispiel auf Seminar kommen, aber ihr könnt das auf alle anderen Bereiche auch anwenden. Ja? Das ist egal, ob das jetzt
ein Seminar ist, ob das ein Ernährungscoaching ist, ob das eine Unternehmensberatung ist, egal was. Immer wo Menschen Geld bezahlen, dass ihnen etwas beigebracht wird, muss doch der Anspruch sein, dass diese Menschen hinterher auch das Gelernte umsetzen können und damit auch erfolgreich werden können. Und zwar im ureigensten Interesse des Unternehmers. Weil wenn ich zufriedene Kunden habe, wenn ich sage, ich zeige dir, wie du an der Börse Geld verdienst, ich zeige dir, wie du dein Depot abhedgen kannst, ich zeige dir, wie du Optionen einsetzen kannst, um zum Beispiel günstig Aktien einzukaufen, wie du Optionen einsetzen kannst, um beispielsweise einen regelmäßigen Cashflow zu erwirtschaften. So, und wenn ich das eben nicht nur sage, sondern meinen Kunden tatsächlich auch zeigen kann und die das dann hinterher auch noch machen und es funktioniert, dann ist das ja für mich oder für jeden Veranstalter, der das macht, die beste und auch lukrativste Werbung, die es gibt, weil die kostet nichts. Weil wenn jemand erfolgreich ist, dann würde er mich weiterempfehlen, dann würde er jeden anderen weiterempfehlen. Wenn er aber selber sagt, naja, das war schon ein ganz gutes Seminar, ich konnte es aber nicht umsetzen, dann nützt das nichts. Und ich habe ganz viele Menschen immer hier in den Seminaren sitzen oder auch in den Coachings in den letzten Jahren, die von irgendwo waren, die von irgendwo herkamen und gesagt haben, ja, ich habe da tolle Sachen gelernt, toller Referent, großartiges Seminar. Aber letztendlich, ich habe es nicht geschafft, in die Umsetzung zu kommen. Und das darf man jetzt auch gar nicht den Seminaranbietern oder den anderen angreifen, sondern wie kriegt man denn die Leute in die Umsetzung? Und deswegen haben wir uns was ausgedacht und haben zu unseren Kunden gesagt, hey, passt auf, wir wollen euch auch im Nachgang unterstützen. Wir machen das über verschiedenste Sachen, interne Gruppen und so weiter, sodass also auch unsere Seminarbesucher im Nachgang Fragen stellen können, dass wir sie weiter rannehmen. Also rannehmen in dem Sinne, dass wir ihnen helfen, dass wir ihnen immer wieder Gelegenheiten auch im Markt aufzeigen. Und wir bauen das auch immer weiter aus. Jetzt gibt es aber noch einen Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Ihr kennt vielleicht alle diese 72-Stunden-Regel. Ne? Man soll 72 Stunden allerspätestens, nachdem man sich was vorgenommen hat, soll man anfangen. Ob es diese Regel übrigens überhaupt gibt oder ob die sich mal nur jemand ausgedacht hat, das weiß ich gar nicht. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Aber wenn man etwas erreichen will, dann ist eines ganz, ganz wichtig. Man kommt ins Handeln. Man muss ins Handeln kommen, man muss ins Tun kommen. Ne? Und deswegen gibt es bei uns diesen Spruch, Gewinnen erfordert Beginnen. Gewinnen erfordert Beginnen. Weil wenn ich nicht anfange, dann kann ich auch am Ende nicht gewinnen. Dann kann ich auch keinen erfolgreichen Börsenhandel betreiben, wenn ich eben nicht mal den ersten Schritt tue. Ich kann eben mein Depot nicht absichern, wenn ich nicht anfange, die ersten Absicherungsstrategien umzusetzen. Ich kann eben nicht ein regelmäßiges Einkommen erzielen, entweder mit Dividenden oder mit Optionen, wenn ich nicht anfange, mal diese ersten paar Optionen zu schreiben oder zu handeln, wie auch immer, ne, gibt ja da verschiedenste Strategien. So, und um einfach auch zu zeigen, dass es funktioniert, bitten wir unsere Kunden, das wirklich auch zu tun. Wir sagen, macht den ersten Trade, zeigt, dass es funktioniert, beweist es euch selbst. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen, es ging vor ungefähr so 6 Wochen los, haben wir unsere Kunden aufgefordert, los, jetzt fangt mal an. Zeigt mal, dass es wirklich funktioniert, macht mal. Das viele Geld, was ihr hier investiert habt, setzt es jetzt auch mal in Trades um. So, und das haben ganz, ganz viele getan. Und deswegen, und das wird jetzt auch eine Überraschung für viele sein, weil das wissen die Kunden nämlich noch gar nicht, also sie fahren es jetzt auch hier in diesem Video, gibt es ab sofort etwas, was in dieser grünen, schönen Kiste ist. Ne? Sieht aus wie eine Rolex-Kiste. Nein, eine Rolex ist es nicht, aber es ist ein Preis. Und zwar geben wir unseren Kunden ab sofort einen Preis, und zwar fürs Umsetzen. Und ich kann euch das mal zeigen. Das Ganze sieht dann so aus. So, das ist also ein kleiner Award. Ich halte jetzt mal hier den Namen zu. So, der sieht so aus. Raab Academy. Gewinnen erfordert Beginnen. Und ich kann es jetzt sagen, in dem Falle, lieber Sigurd, du bist der Erste, den ich jetzt hier aber einfach gegriffen habe. Ne? Ich könnte jetzt auch die anderen, wie wir sind, ich glaube, wie wir sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 Stück. Ich könnte auch jetzt die anderen 18 Stück nehmen und herausnehmen. Und das heißt also, die ersten 18 Kunden haben uns erfolgreich abgeschlossene Trades geschickt. Die haben, es waren ja verschiedene Seminare, aber sie haben uns die ersten Trades geschickt.
Und mittlerweile haben nochmal über 20 weitere Kunden Trades geschickt. Und zwar belohnen wir jetzt den ersten umgesetzten Trade, weil das ist der schwierigste. Das ist der allerschwierigste Trade. Du lernst etwas Neues, du hast es noch nie gemacht und jetzt geht's los. Und dieses sich trauen, dieses Losgehen, dieses Beginnen, das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriger Part. Und deswegen wollen wir da unsere Kunden belohnen mit so einem kleinen Award. So schaut er aus. Nochmal hier. Ihr seht's. Gewinnen erfordert Beginnen. Und schön stabil bekommt jetzt jeder entweder von uns hier, wenn er wieder da ist, weil sehr viele unserer Kunden kommen ja auch öfters mal auf Seminare, oder aber wir schicken es dann zu. Das bekommt jetzt jeder Kunde, diesen Award, weil wir einfach wissen, wie wichtig es ist, dass man beginnt. Denn Gewinnen erfordert Beginnen. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und deswegen, wenn du bei uns hier auf einem Seminar warst und es bislang noch nicht getan hast, dann schicke uns deinen ersten erfolgreichen Trade und du bekommst diesen Award. Diesen Award kann man nicht kaufen, den vergeben wir auch nicht einfach so, sondern du musst etwas dafür tun. Du musst ihn nicht bezahlen, den kriegst du dann schon geschenkt, aber du musst halt ins Handeln kommen. Und auch für alle anderen, egal wo ihr jetzt seid, ihr müsst halt ins Handeln kommen. Ihr könnt noch so viele Dinge lernen. Ihr könnt euch hier noch so viele Videos anschauen. Ihr könnt noch so viele Bücher lesen. Ihr könnt noch so viele Webinare besuchen. Ihr könnt all diese Dinge machen. All das macht euch nicht erfolgreich. Ein Besuch hier in der Academy, der Besuch von einem Seminar, von 5 Seminaren, von 10 Seminaren, macht euch nicht erfolgreich. Erfolgreich macht euch nur, wenn ihr das, was ihr hier lernt, was ihr in Büchern gelernt habt, was ihr aus Videos gelernt habt, was ihr in Online-Lehrgängen gelernt habt, was ihr von einem Coach gezeigt bekommt, was ihr von einem Mentor gezeigt bekommt, wenn ihr es selbst anfangt umzusetzen. Und glaubt mir, ich kann das aus eigener Erfahrung in ganz, ganz vielen Bereichen des Lebens sagen. Das erste Mal, wie heißt es so schön in diesem Lied? Beim ersten Mal tat es noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Das erste Mal erfordert Mut. Und deswegen ist das auch ein Dankeschön an unsere Kunden, die diesen Mut hatten. Die gesagt haben, jawohl, jetzt drücke ich auf den Knopf. Und vielleicht kann es der ein oder andere, der schon lange dabei ist, gar nicht verstehen, wie das ist. Weil er sagt, na, so ein Dreh zu machen ist doch überhaupt kein Thema. Ne? Mal so ein Put zu verkaufen, mal so ein Credit Spread zu machen, mal irgendwie so ein Future zu handeln, das ist doch überhaupt kein Ding. Doch, es ist es. Und zwar, wenn man es beim ersten Mal macht. Ich mache im Jahr hunderte von Trades. Für mich ist das was vollkommen Selbstverständliches. Aber auch in meinem Leben gibt es Dinge, die für mich neu sind. Und wo ich auch weiß, ah, das ist gut. Ich weiß, dass das gut ist, aber ich muss den ersten Schritt machen. Und wenn der erste Schritt gemacht ist, dann fällt eben der zweite leichter. Und deswegen, gewinnen erfordert Beginnen. Gewinnen erfordert Beginnen. Das ist so ein tolles Motto und das machen wir zu unserem Motto hier in der Akademie. Das geben wir an unsere Kunden weiter und wenn ihr auch so einen tollen Award haben wollt, gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr wart schon bei uns in der Akademie, ihr habt was gelernt und ihr setzt es jetzt endlich um. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann jetzt wird es allerhöchste Zeit und zwar nicht wegen diesem Award. Dieser kleine Preis, dieser kleine Award, der sieht sehr, sehr schön aus, der ist auch schwer, den könnt ihr euch auf den Schreibtisch stellen. Der soll euch einfach nur jeden Tag wieder motivieren, weiterzumachen. Weil jetzt habt ihr das Allerwichtigste gemacht. So, also das heißt, wenn ihr da wart, macht den ersten Schritt. Und wenn ihr noch nicht mal da wart, da unten ist der Link, klickt auf diesen Link. Wir zeigen euch in einem Beratungsgespräch, wo ihr gerade steht, wo ihr hinkommen könnt und was euch dazu fehlt. Hier unten eintragen und dann geht's los. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich für euch, die ihr demnächst diesen Award entweder von mir persönlich bekommt oder per Post bekommt. Die nächsten knapp 20 sind ja schon in der Mache und wir sehen uns hier wieder im nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg. Ja, und denkt daran, gewinnen erfordert Beginnen. In diesem Sinne, legt los!